rumstöbern, vielleicht schaffe ich es dann auch noch danach. Keine Broadway. Heute Abend ist eigentlich Onsen angesagt. Mal gucken, ob es stattfindet. Kommt so ein bisschen drauf an, schaffen wir das alle rechtzeitig wieder da zu sein, dass es ein bisschen mit dem Drehabend stattfindet. Ja. Das wird man dann nachher auf jeden Fall sehen. Die Straße direkt in Akihabara ist gesperrt. Die Polizei hat ja alles dicht gemacht. Das heißt, man kann hier einfach wunderbar auf der Straße laufen, von einem Shop zum nächsten tingeln. Ja. Ich weiß nicht, ob das der beste Tag ist, um hier zu shoppen, aber ich genieße es einfach mal auf der Straße zu stehen. Heute Tag 3, Tag 3 Tokio, ziehe ich erstmal wieder alleine los und habe mir überlegt, das erste Mal nach Harajuku zu fahren. Das ist jetzt der vierte Urlaub und ich war noch nicht einmal da. Ich bin gespannt, sehr gespannt, was ich hier an Essen finde, was ich an besonderer Fashion finde. Also diese Straße, zu der ich möchte, Takeshita Street, ist auf jeden Fall sehr bekannt. Es ist verdammt viel los. Ich werde mich einfach durchschlagen. Auf geht's! Wie ich eben festgestellt habe, die Preise hier sind absolut überteuert. Ich habe mir selbst aber gesagt, ich versuche, wenn ich an einem tollen Ort bin, wo man was kaufen kann, wo mir Sachen gefallen, dann auch was zu kaufen, egal was der Preis sagt. Ich habe mir jetzt Socken gekauft, aber für 2600 Yen. Dezent überteuert. Aber besser das als irgendwelche Klamotten für noch viel mehr Geld. Es wird auf jeden Fall noch einen Shopping-Tag geben, wo ich mich dann vernünftig eindecke. Eike stößt es gleich zu mir. Er ist ein bisschen später aus dem Hotel raus und ist jetzt gerade in Harajuku angekommen. Bin schon ein Stück vorangegangen.
Und habe mir gerade einen Käsetaler geholt. In Regenbogenfarben. Und den werde ich gleich genüsslich verzehren. Noch kommt nichts. Mhm. Aber mit Schlieren. Alke holt sich auch ein Rainbow Coin. Nebenan gibt es halt auch den Corn Dog und ein Sandwich, Regenbogenfarben. Dort drüben gibt es auch Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte in Regenbogenfarben. Ich bin gespannt, was man hier noch alles so findet. Am Rand geht noch, oder? Mhm. Aber es hat auch gar nichts. Jetzt wird es bestimmt langsam heiß. Ich meine, du könntest ihn auch auseinanderbrechen. Einmal so auseinanderziehen. Dann kommt da Kälte ran. Lieber nicht. Schmeckt aber richtig gut. Schmeckt gut, ne? Finde ich auch. Aber dir zieht sich das nicht so auseinander. Gibt's ja gar nicht. Ich kann halt wie ein zivilisierter Mensch essen. Ach so, zivilisierter Mensch. So ist das. Bunte Zuckerwatte! Die hole ich mir jetzt aber nicht. Noch ein Riesenkreppstand. Das ist jetzt der zweite in dieser Straße. Ich sehe da was für Kevin. Zumindest ist es so kunterbunt. Das würde ihm auf jeden Fall gefallen. Ich glaube, ich habe die abgefahrene Fashion entdeckt. Abgefahren war der Laden mit ihm. Das sind bezahlbare, super krasse Outfits, aber ich kann keins davon anprobieren, wenn man sich anguckt, wie schmal geschnitten das ist. Da passt doch keine europäische Frau rein, also europäische Kinder, aber keine europäische Frau. Ein Café, wo man kleine Schweinchen streicheln kann. Wie abgespaced ist das denn? Kleine Pickup-Schweinchen. Candy Shop. Abgespacede Ohrringe. Okay, ich bin mal kurz weg. Wir sind jetzt zum Yoyogi Park gegangen und durchqueren das große Eingangstor. Thank you.
Neues Getränk, chill out. Verdammt teuer im Automaten. Ja, komm mal. Probieren wir es aus, ob wir danach gechillt sind. Also. Ja. Wild. Wild. Irgendwie minimal prickeln, aber nur minimal prickeln. Und irgendwie eher wie Traubensaft und mit einem Spritzer Orange. Ja. Okay. Let's go!
Park auch ein super Kirschblütenspot. Übrigens, das Bild, was der Typ eben gemalt hat, habe ich ihm abgekauft. Ich finde es mega. Er hat noch viele andere schöne Bilder gehabt, aber ich musste das kaufen, wo man jetzt live dabei gewesen ist, wo er live zwei Mädels, die dazu getanzt haben, einfach mal mit eingebaut hat im Bild. Das ist einfach Erinnerung, die, ja, nimmt man sich dann mit. Ich habe es geschafft, ich bin auf dem Shibuya Skyscramble drauf und akklimatisieren. Das Schlimme ist, dass ein, zwei dieser Bodenplatten einfach sich bewegen, wackelig sind, das macht es noch schlimmer. Aber ich versuche einfach tief durchzuatmen, ganz tief durchzuatmen und gleich die Treppe, die Rolltreppe vor mir hoch, die direkt am Rand dieses Gebäudes hochführt. Da. Genau da. Also da. Da, wo Eike jetzt steht. Genau da. Ja. Ich versuche es weitestgehend zu genießen. Ich versuche es. Hier unten geht es gerade noch. Ich glaube, wenn ich gleich noch eine Etage höher bin, dann wird es, glaube ich, ganz kritisch. Ich bin zuversichtlich. Die Shibuya Crossing mal von oben. Wenn man das jetzt so von hier oben betrachtet, sieht die gar nicht so voll aus. Das geht echt. Steht drauf. Es geht. Es geht. Nicht hochgucken. Ich darf nicht hochgucken. Ich gucke einfach auf diesen Turm da hinten. Diesen lila-blauen. Der ist voll hübsch. Wir fahren gerade mal höher. Oh, ich darf das auch nicht realisieren hier. Ich würde gern die Kamera umschwenken. Ich muss so bleiben, wie ich bin. Ich muss so bleiben. Oh mein Gott, kann die aufhören zu wackeln, bitte? Please watch your step. Okay, ich muss mich umdrehen. Okay, jetzt. Oh mein Gott, weg vom Fenster. Ich bin oben. Ich bin oben. Hier in der Mitte geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da guckt man da mal eben runter und kriegt Panik. Das. Gott. Okay. Ich beruhige mich wieder. Fester Boden unter meinen Füßen. Fester Boden. Da hinten ist der Tokyo Tower. Und Eike läuft hier leichtfüßig lang. Kein Thema. Alles klar. Für Fotos ist das halt nicht. Man kann sich hier auch einfach schön hinpflanzen. In general,
perfect photos of me or I take photos of myself. Are you looking at, oh no, it's so ugly, so it discouraged me a lot to take photos. Da hinten, the sky tree. Beste Spot zum Fotos machen. Hier stehen sie aber auch gut an. Jetzt mit der Rolltreppe wieder runter. War schön, hat sich gelohnt. In Shinjuku unterwegs, denn der gute Christoph hat nämlich Geburtstag heute und jetzt gehen wir ein bisschen. Ja, hier. Ja. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen was trinken durch die Bars und so. Ja, wenn Christoph sich entscheidet, wo es denn hingehen soll. Hast du schon was rausgesucht? Ach so. Was rausgesucht habe ich nicht. Wir laufen hier durch die Gassen und schauen nach Bars. Die sind alle winzig klein und überall hängen so viele Leute drin, dass wir gar keinen Platz finden. In einer waren wir ja eben schon. Aber jetzt wollen wir den Kontrast zu einer großen Bar. Let's go.
Den Weihnachtsscheiß Bilder machen? Ja. Da drüben steht noch ein Weihnachtsbaum. Wupp, wupp. Letzter Tag Tokio. Wir sind gerade in der Yaesu Mall unterm Toyota Hauptbahnhof. Gestern war reinweg Shoppen angesagt. So, letzte Souvenirs kaufen, beziehungsweise Klamotten. Jetzt sind wir halt wieder in der Shopping Mall unterwegs. Einfach ein bisschen Zeit vertreiben. Ohne großes Programm. Heute Abend gehen wir vielleicht auch nochmal wieder ins Onsen, einfach um nochmal durchzuentspannen. Nachher ist noch Kofferpacken dran. Gemütlich was essen, ausklingen lassen den Urlaub. Denn morgen früh müssen wir schon um 5 Uhr raus. Also das Hotel verlassen, um zum Haneda Flughafen zu fahren. Wir brauchen etwa eine Stunde dorthin und dafür müssen wir halt um 5 raus, damit wir um 6 da sind, damit wir 2,5 Stunden dann haben bis Abflug. Wird also eine sehr kurze Nacht, aber wir kriegen das hin. Im Flugzeug haben wir genug Zeit zum Schlafen. Marcel kommt von der Toilette. Das heißt, wir können gleich loslegen. Eine der größten Shopping Malls. Alles unterirdisch. Kirby Café. Sehr teuer Empfang. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich sehe es irgendwie nicht ein. Ich glaube, wir haben Eike gerade verloren. Ja, da ist er. Marcel muss es kaufen. Vielleicht. Vielleicht. Kostet nun ein bisschen viel. Aber er könnte auch Himeji holen. Und wir haben einen wunderschönen Rosenstrauß. Den habe ich noch nicht. Den habe ich einfach noch nicht. Wir wollten eigentlich gerade von der Tokyo Station zurückfahren nach Akihabara, nach Ikebukuro, um zurückzugehen. Jetzt sind wir aber nach Akihabara, weil Marcel jetzt doch nochmal eben einmal hierher muss, also in Tokio gewesen zu sein, ohne einmal Akihabara besucht zu haben. Habe ich gesagt, das geht nicht. Deswegen sind wir jetzt einmal hierher getingelt
Wir haben gesagt, eine Figur und dann düsen wir wieder ab. Es geht nach Hause. Endlich. Nach fast 3 Wochen freut man sich auf zu Hause. Es hat einen schönen positiven Effekt, dass man sich mal wieder auf sein eigenes Zuhause freut, in der eigenen Sprache zu sprechen. Ja. Beim Check-in gab es noch ein bisschen Trouble wegen Marcel seinem Regenschirm, der aussieht wie ein Katana. Den darf er halt nicht mitnehmen. Das Boarding fängt jetzt gleich an. Dann haben wir erstmal einen 4-Stunden-Flug vor uns. Im Anschluss dann von Haneda nach Peking. Und von Peking nach 2 Stunden Aufenthalt oder 2,5 Stunden, irgendwie so, geht es dann weiter von Peking nach Frankfurt. Und Frankfurt auch nochmal einen kurzen Aufenthalt. Von Frankfurt dann nach Bremen. Ja, also krasse Tortur. Jetzt ein 4-Stunden-Flug, dann ein 9-Stunden-Flug und dann nochmal 45 Minuten. Also, ja, wir kommen irgendwann um 22 Uhr an. Und wir haben es jetzt gleich 8 Uhr morgens, Tokyota-Zeit. Und landen um 22 Uhr, deutscher Zeit. Ja, aber da müssen wir jetzt durch. Und somit verabschiede ich mich jetzt auch komplett. Das war's. Der Urlaub ist vorbei. Deutschland, wir kommen!